Buenas noches a todos. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag gehabt. Und ja, ich freue mich, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ich freue mich auch für jeden, der hier in Präsenz gekommen ist. Und ich hoffe, ihr habt so wie einen schönen Berg gehabt. Es ist schönes Wetter, lernen rein. So, bevor wir in diese Klasse von Nern gehen, würde ich fragen, was war uns Hauptneigen in der Bär? Vor an den Himmel, ich danke dir für diesen wunderschönen Abend. Ich danke dir für all deine Segnungen. Ich danke dir für deine Leute und deine Gnade. Und von der danke ich dir auch, dass du hast deinen Segen geschickt hast, am Anstag zu lösen. Du hast hier bei dir gekommen und hast sich selbst angegeben, indem du uns gelehrt hast, indem du seine Jünger gerutscht hast. Verschiedene Wege sich selbst oben Bord haben. Und ich danke dir für den Tag, was wir von dir waren durchgehen. Ich freue mich, dass wir uns oben noch Worten schenken und dass wir uns gerne diesen Tag so verstehen, dass wir was haben, wie sollen und dass wir uns sehen sollen. Ich bitte in dir nun, Herr Jesus. Amen. Okay, so in der Ferienklasse sagen wir, dass nur dem, was Jesus dann wird reingekommen von Jähn, von Tyrus und Sidon, dann kommt er in das Galiläische Meer und sagt sich dann am Boy, wie im Galiläischen Meer an Dul. Und hier bringen sie dann Lomahan, hier bringen sie Stammahan, Blänge und verschiedene Krepels. Und was sagen kranke Menschen, bringen sie in Jesus. Sie bringen ihn vor, seine Feind und heult ihn. So dass das Volk sich verwundern wird. Und dann sagen wir auch, dass als Jesus dann noch ein paar Tage hier wie mit dem Typ war, dann fangen wir dort und zu jammern über das Volk. Und dann merkt er ein paar Braut, ein paar Fisch, speist er dann vor diesem Mann mal früh in Kenia. Und wir haben gesagt, dass in den Evangelien sagen wir immer waren, so wie immer war er, wo Jesus Mitleid hat. Jesus hat Mitleid mit den verlorenen Schub, hat Mitleid mit den Hungrigen, mit den Kranken und mit den Trüge. Und dann in Kapitel 16, oder die erste Verse, sagen wir dann, dass die Pharisäer sie fordern ein Zeichen. Und das haben sie nicht besser bei einer so zu tun. Sie haben ihre Städte fordern sie dann ein Zeichen vom Himmel. Wenn es sie wissen, dass Jesus selbst auch anläuft, dass er der Sehen Gottes wird. Und nun wollen sie einen Tiegen. Und wir haben gesagt, dass wir noch nicht einen Teil Tiegen. Jesus hat ja einen Teil, wenn er ihn tun. Kriegst du es heute zu Johannes auch Leute Tiegen schenken in Matthäus Kapitel 11. Und so Jesus sagt dann, du wirst nicht einen Tiegen gefahren, sondern bist dort von Jonah. Um dass die Prophezeiungen würden erfüllt worden. Und wenn wir das Tiegen, das wird dann gerutscht, das Tiegen von der Verstehung. Von seiner Inno-Verstehung. Kriegst du es Jonah im Bock vom Fisch wie, so wird Jesus in dem Bock von der Erde sein. Durch so Matthäus 12, 39 und 40. So hat er nicht zum zweiten Mal gesagt. Und dann sah wir, dass Jesus seine Jünger dann warnen dort, jene Pharisäer und die Sadduzäer, die lehren. Die Pharisäer, die lehren, dass Menschen können gerecht vor sich werden durch Gesetze, dort wird die falsche Lehre, aber wenn es ein von euch. Und die Sadduzäer, sie werden die Friedenker, die Jahre Zeit, und sie lehren, dass dort jöfft nicht Engel, dass jöfft nicht Jesus, dass die Auferstehung bin ich so. Und das ist nicht eine ewige Verdammnis. So, mit das dann gerutscht, weil wir dann anfangen, in Vers 13. Und ich würde fragen, wenn ihr eine Bibel da habt, aber abschließen in Matthäus Kapitel 16, Vers 13. Und wir sind über eine frische Einheit gekommen. Und hier hat den Titel gesagt, der König vorbereitet seine Jünger. Jesus hat merkt seine Jünger reut für dort, wo es kommen wird.
Jetzt soll ich wieder von Matthäus 16, 13, was sie durch das ganze 17. Kapitel. So, du Vers 13 sagt dann: Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? So, Caesarea Philippi, wie dann hier so. So, Markt, er kam dann üblich von hier, von der sie gehen, von Sidon und Tyros, kam herauf. Und hier so dann Boy, hier am Galiläischen Meer. Hier wurde dann jetzt der Heilungen angemerkt und all dort. So, nicht, er war dann Norden. Es war ungefähr 25 Meilen von hier so, jetzt von der Galiläischen Meer, bei Caesarea Philippi. Und dann noch 5 Meilen von ungefähr Osten von den Jordan. So, hier fragt er ihn dann: Wer seien die Menschen, wer ich sie? Vers 14. Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Nun, die meisten Menschen, die Jesus kann, sie wissen, dass das verschiedene Wunder hat. Sie wissen, dass das Kranke heilen wird. Und von wenig jeden einen Teil Menschen speisen wird. Das ist interessant, wo lehre ich sie am Aufschätzen. Einzige, sie glauben, wie Johannes der Täufer. Hat Johannes der Täufer diese Wunder getan? Die anderen glauben, wie Elia. Hat Elia sonst diese Wunder getan? Und nach der anderen glauben wir Jeremia. Sie anerkennen den Namen als ein Prophet, aber doch nicht als der Prophet von allen Propheten. Verehren wir Jesus nicht mehr als bloß ein Mensch. Nun, das wäre in der Antwort nicht genug, von Jesus ab dessen Zweig zu denken. Von der auch viele Menschen, die kriegst du leicht von Jesus denken down, als die Menschen damals, die Jesus in der Zeit von ihm dachten. Ich dachte, ich bin schlimmer, der war nur und ich dachte, die Moslems, die denken auch, sein, dass Jesus ist ein Prophet. Aber heißt nicht der Prophet. Die Jehova-Zeugen glauben, dass Jesus wie ursprünglich der Erzengel Michael. Und dann kommt er bei ihnen ab und dann wird er plötzlich ein Sager oder ein Mensch. Die Jehova-Zeugen würden nicht lehren, dass Jesus völlig Gott wird. Und völlig Gott ist. Nur die Atheisten glauben, dass Jesus, ja, einzig glauben, dass der Haff existiert. Andere würden glauben, dass das bloß das Märchen, das sind bloß Fabeln. Aber niemals nicht, wenn sie glauben, dass Jesus Gott wäre. Wer ist Jesus? Mir ist es interessant, wenn die Menschen, die Jesus in der Titel und nicht wissen, wer Jesus wäre. Die Dämonen, die wissen das doch. Und die haben es auch klar. Sie schreien auf einen Satz: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? So ist nicht klar, wer Jesus ist. Die Dämonen wissen das. Jesus weiß das. Jesus sagt in Johannes 10:30, ich in der Führer sein Eint. Und die Jehova-Zeugen würden dann sagen: Ja, jemand meint, er bloß, dass heu in der Führer haben in Salzchen sein. Ich glaube nicht, dass Jesus das hier meint. Jesus weiß, dass er heu wie Gott. Und die Juden wissen, dass er kriegt, was Jesus hier sieht. Sonst würden sie ihm nicht an wohl steigen. Die Juden wissen, dass Jesus proklamiert hier seine Divinität. Also, dass heu Gott wir. Und das, warum sie ihm auch wohl steigen. Die wollen ihm ein paar Satz steigen. Krieg du, wo Jesus das Salz sieht, dass ich, ab anderen steht, Johannes 8, 54,
Du sagte, euer Abraham, wer bin ich? Am mir stehen fängt wir in den Evangelien, dort Jesus, dort Salz, hat gesagt, dort hat Gott wir. Und mir ist interessant, noch ein Stück wieder, Gott sagt Salz, dort Jesus Gott ist. Hebräer 1 auch. Und hier redet Gott. Wenn ihr Hebräer 1, 7 würden lesen, Kontext. Gott sagt es dort. Gott, er redet zu Jesus, sagt er, Gott, dein Stuhl wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reichs ist ein richtiges Zepter. Also Gott Salz nennt Jesus Gott. Das ist interessant. Aber die Menschen zu sehen, die können große Dinge sein. Die können sein, wo sie lehrt. Die können sein, wo sie wundert. Und danach, die Augen werden so blind und sagen, ein bisschen Mensch. Kriegst von dir, viele, viele Menschen blind sind und sagen Jesus nicht anders als bloß ein Mensch. Dann Vers 15, er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer sei ihr dann, wer ich sie? Und die Menschen sagen, wenn eins sie sein, hat er gesagt, Elia, eins sie sein, hat er gesagt, Jeremia, wer sei ihr, wer ich sie? Vers 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Reichte Antwort. So sind die Jünger der Hunde mitgekriegt. Sie sind die Jünger der Hunde wohl gecatcht, dort Jesus wir wörtlich Gott sehen. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das wollte sie nicht in die Salz. Simon, Jonas Sohn, das hat Gott die Salz offenbart. Und wir sehen Jesus Salz wie Gott. Jesus hat ihm das gesagt. Jesus hat ihm das vor ihm gesagt. Heute läuft Jesus. Die Frage ist, läufst du? Läufst du, dass Jesus Gott in Sehen ist? Und dann Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Nun, das Vers hat in der christlichen Welt, in der ganzen Christengeschichte, so viel Kontroversie gegeben. Hat von doll Trouble gegeben, das Vers. Wenn es der römische, katholische Kirche, der lag dessen Vers ist das tut, dort Petrus auf die Jungs, weil ich die Gemeinde bühen. Und das ist interessant, dort die Katholiken Hanuk, den ganzen Vatikan oder den Petrus Schloss gebüht, kriegt du, wo sei dann, haben die doch, wo Petrus in Dout dann wie war es, wo sie Petrus dann begruft haben. Ich glaube, das ist aber die Nachricht der Einleitung. Und wir dessen Forscher und sorgfältig betrachten, dann kicken wir das erste Wort Petrus, griechische Wort Petrus, das bedeutet ein Stein. Das wird ja nicht einmal ein Stein sein, wo ein Mensch wird kein Schmieden. Also ein natter Stein. Petra, also Felsen, das ist der falsche Sache, und auf diesen Felsen, das sage ich nicht, und auf die, das sage ich, und auf diesen Felsen, die Frau würde hier sagen, welchen Felsen? Aber Felsen hier, so Petra, das kann ein großer, gewaltiger Stein sein. Das kann ein Stein sein, wo sie vielmals wurden in Hüß haben, oben gebüht. Gerade Unterscheid. So, die Frage ist hier, welchen Felsen? Wovon Stein? Wenn das Stein nicht Petrus gemeint ist, wovon Felsen ist das dann? Und ich glaube, wenn wir das in falschen Kontext betrachten, dass das Jerusalem auf Petrus seine Konfession,
dort Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wir in uns. Ab dort soll die Gemeinde gebaut werden. Dort Christus, der wahre Sohn Gottes ist. Und das fangen wir auch in mehreren Texten in der Bibel, dass Jesus Christus der Grund ist. Nicht Petrus, Christus selbst. 1. Korinther 3, Vers 12, das ist ein Vers wie Sonntag für Sonntag, einmal im Bulletin, Front Page. Und er sagt, wir glaube, wir kennen alle auswendig, einen anderen Grund kann keiner leihen aus dir, der du gelacht hast worden, und das ist Jesus Christus. Das ist der Felsen. Das ist der Grund. Römer 9, 33 sagt, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anlaufens und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Des Felsen wird gelacht geworden durch wie Christus. Epheser 2,20. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. So, Jesus Christus ist der Grund von uns Glauben, und das ist auch der Grund von der Gemeinde. Vers 19. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Hier redet Jesus. Ich will dir die Schlüssel von Himmelreich geben. Was du auf ihr wirst bringen, soll auch im Himmel gebungen sein. Und was du auf ihr lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Die Katholiken lehren das nicht. Der römische katholische Lehre jetzt ist das, aber das ist ein Falsch. Dort Petrus hat den Macht, Sünden zu vergeben. Und was von dem ersten Tag wurden Menschen ihre katholische Priester gehen, um dass der katholische Priester ihre Sünden würde vergeben. Wir wollten aber, dass bloß Jesus Christus konnte tun. Johannes 14 sagt, als an der Wache in der Wahrheit und Leben, keiner kommt im Voraus bloß durch mich, durch Christus. In Apostelgeschichte 12 sagt dort, und du hast kein anderes Heil, und du hast auch kein anderer Namen, ohne den Himmel, was den Menschen gegeben worden, wo einer ankonsolig worden. Aus bloß Christus. Nicht Petrus, Christus. Wenn wir denken, gerade so ein Schlüssel des Himmelreichs, was bedeutet das dann? Wenn das dann nicht bedeutet, dass Petrus die Macher Sinn zu vergeben, was bedeutet das dann? Petrus und der Apostel hatten die Autorität. Der vom Evangelium aufzumerken. Ihr schlägt zu den Juden, fragt du, wo Petrus dann auch predigt hat, in Apostelgeschichte 2. Er predigt zu den Juden, auf Pfingsten, er predigt das Evangelium. Und viele Menschen bekehren sich. Und dann, zweitens, auch zu den Heiden, wo Petrus dann auch das Evangelium nach den Heiden bringt. Da in Apostelgeschichte 10, da fangen wir die Geschichte von Cornelius. So, sie haben die Autorität für die der, sie haben die Schlüssel für die der von dem Evangelium aufzumerken. In Apostelgeschichte 14, 27 lesen wir dort nur dem, was der Apostel von ihrer Missionsreise wieder entgegenkommt, die erste Missionsreise von Paulus. Kommen sie zurück nach Antiochien und hier versammeln sie dann die Gemeinde. Die Gemeinde kommt hier taub. Und dann verkünden sie, wie viel Gott hat geschafft durch ihn.
Und dann sagt er du noch in Apostelgeschichte 14 sind, finde ich, und wir den Heiden hatte die Tür des Glaubens aufgetan. Die Tür des Glaubens. Interessant. Und dann auch binden und lösen. Was bedeutet? Diese Begriffe, diese Devisen, Autorität. Manche sagen, dass diese Autorität, das bloß der Apostel gegeben, als der Apostel gestanden gestorben, dann hat keiner mehr diese Autorität gehört. Manche sagen, dass das bedeutet, dass Gott hat uns aus seinen Unfall, ja, aus Christen, die Autorität über die jährste Welt gegeben. Und noch andere sagen, dass Christus, der Priester im Alten Testament, autoritativ kann sein. Wenn irgendwer einen Aussatz hat, irgendwer einen Lepra hat, dann müsst ihr vor den Priester kommen und dann muss der Priester dort dann sein, okay, hast du das Aussatz, hast du wörtlich verloren. Und wenn du verloren wir, dann darf der Priester den rein sprechen. Du bist rein. Du gehst an, du kannst frisch mit deiner Familie sein. So eins würden sein, das ist, was Jesus hier so meint. Das würden kann sein, so ein Mensch, was wörtlich gläubig wird, was wörtlich Buße hat, dem Glauben kommt, dem Christ wird. Dass so ein Mensch kann haben der Apostel dann das Recht sein, deine Sinn sind die verjäft. Jesus hat deine Sinn verjäft. So, das ist ein sehr, das Tag, das ist ein von den Tagen, wo das ganz meiste Kontroverse jaft im Neuen Testament, wo verschiedene Meinungen sind. Aber ich glaube, man kann auch Salz überleiden, so ein, wo von der Entleihung dort meiste Sens merkt. Ich würde mit der Latze dann gehen. Vorst, wenn ich sage dann, da gebot er den Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. So, woran sollen die Menschen dort noch nicht hören, dass heute der Christus sei? Da wäre noch nicht Zeit. Da würde man es für Zeit sein, aber noch nicht. Und dann gehen wir eben in den zweiten Punkt. Und das ist die erste Ankündigung von Jesu Leiden und auch Jesus seine Auferstehung. Wo Jesus dann von seinen Leiden anfängt zu vertrauen. Und das sagt dann so viel, dass bei diesem Punkt mit Jesus total ein Schweigen hat. Nicht aus dem Messpatur. Vers 21. Seit der Zeit fängt Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, geh weg von mir, Sutun, du bist mir in Eurenes. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was meint Jesus hier so matt? Meint ihr hiermit, dass Petrus besäten wir von den Sutun? Ich glaube nicht. Ich glaube, was er meint, dass seine wir, was Petrus hier jäuft, die können erwartet worden gleich von den Sutun. Wenn es diese wir, die protestieren, je in Golgatha, je in den Plan Gottes. Gott bewahre dich. Macht die das doch bloß nicht passieren. Also die Sutun schafft es so durch, Petrus. Kein du noch ein Ding und wo Satan Jesus versagt? In Matthäus 4. Und in der Bibel da haben, dann schlug er mal ab, das in Matthäus 4. Du verspielst bei 7. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einen Augenblick.
Entschuldigung, und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, welchen ich will. So du nun mich willst anbeten, so soll es alles dein sein. So Satan sagt hier zu Jesus, durch Petrus hier an ihr, ich wollte was gekommen, zum die ihr treten waren. Ich wollte dir geben, wenn du hier bloß vor mir anbeten. Brauchst du euch nicht mehr zu tun, bete mich hier besonnen. Dann trägst du ihr drei. Also ob der war ich wie Petrus hier ein Hindernis für Jesus, für Gott im Plan. In unserem Christenwandel versiegt der Sultan und sagt, sei er. Der versiegt und sagt, den leichteren Weg zu nehmen. Tja, man, du brauchst gar nicht diesen schweren Weg kommen. Und das passiert so fern, wenn wir durch schwere Tiden gehen. Und ein Mensch ist leidend auf eine Weiche oder andere. Dann kommt der Sultan und im Bett verschiedenes zu tun. Warum willst du nicht mal bloß abgeben? Warum willst du nicht mal bloß dir das Leben nehmen? Warum willst du nicht mal bloß die Schatten besuchen? Oder die mal Paul und Schäuben dann eine Paulmaler zu legen annehmen? Und so steht ja auf der Seite so viel Ruhe für seine Menschen, die dann jetzt leiden, die dann jetzt schwor haben. Das ist gerade, was du suchst und dort bei Jesus. Durch Petrus. Mach dir das doch nicht passieren. Gott bewahre dich. Das ist doch ein guter Ruhe, was er hier hat, ne? Du brauchst nicht jeden Tag die Bibel lesen. Du brauchst auch keine Bibelstunde kommen. Und nicht nur Gottesdienste, und nicht nur Hauskreise. Gib mal was ab. Du bist noch jung. Lass dir das schon gehen. Da wird einmal dein Fleischwall haben, was du sollst tun. Lebe die Üd. Du brauchst dich anstrengen. Nicht keine andere Rolle tun. Du brauchst gar keine Zeit mehr haben. Du hast nur die Nähe. Hast du die Nähe gedeutet. Lass die andere noch was tun. Was die einzige Mal sein kriegt die Person, die uns das günstigste Beste sind, die das tollste Leben, die sind uns Pferden, die tollste Hindernisse ans Christenleben. Indem sie Verschiedenes das verschlungen. Wörtlich? Wörtlich wirst du in der Bibel schon gehen? Das wird dir doch kein Geld geben. Ich weiß, dass uns einmal sehr, ich weiß, ich hoffe, dass ich noch einen Schmerz habe. Will ich in der Bibel schon gehen, wie ein junger Jung, dann vertale ich ihm das. Dann sehe ich, wie viel Geld ich auf dir habe. Aber warum willst du in der Bibel schon gehen? Aber das kann für verschiedene Sachen sein. Vielleicht der nutzte Freund. Hey, ein Beitrag, ein paar Beiträge, was braucht das? Das ist nicht mehr da, oder? Zu mir wurde mal gesagt, dass ich dann junger Christ bin, in Sinnerschule halt für die Kinder. Dann wurde mir mal gesagt, na, warum lässt du einmal alles? Okay, du bist auf Platz und Visa, du bist Sinnerschullehrer, und hast du nicht all die Nähe, wenn du Platz und Visa bist? Warum willst du nach Sinnerschule haben? Und so kann ich nicht mit den Freunden zusammen, dann muss ich mir die Klasse räumen. So, das ist interessant. Dort fehlen mal die, die uns ganz nutzte sein, die sind dann sonst mal das größte Hindernis. Wir haben hier von Jesus zu lernen, uns Ziel ganz klar zu haben. Je klarer wir ein Ziel haben, je klarer wollen wir das sein, wo Satan uns angerieben hat und wo Satan uns versiegt treten hat. Und ich glaube dann,
wir sollen vielleicht viel ferner sein als Jesus, Satan, Gohemi. Er kam ins Ziel klar. Er wollte wegkommen. Er hat seinen wachenden Himmel. Dann den nächsten Punkt, also, Vers 24 von der Nachfolge. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. In diesem Vers fingen wir drei Dinge: sich selbst verliehen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und am Nachfolgen. Und am anderen Satz ja für noch mehr Hitau. Der Ganze wäre, am Nachfolgen, da soll ich mir die Kosten überlegen. Was wollen wir das kosten? Was wollen wir das kosten, wenn ich Jesus von Nachfolgen? Können wir das ein paar Mal meine Freunde kosten? Vielleicht sogar meine Familie? Vielleicht meine Hobbys? Vielleicht meine Visions? Das ganz Erste, was wir sollen tun, ist uns die Kosten überlegen. Aber hier in diesem Fall springen wir dann sich selber verleugnen. Sich selbst oft sein. Weil ja unser Fleisch ist los, der ist ständig im Kampf gegen uns Jesus. Auch wann wir alle bekehrt sind. Oder gegen den Heiligen Jesus sogar. Wie man jeder Tag uns Fleisch verleugnen. Den aufschieben. Das aufschieben. In Jakobus sagt, wenn uns versagt wird, das soll nicht sein, dass er von Gott versagt wird. Denn Gott versiegt niemanden zum Bösen. Wenn uns versagt wird, dann wird er von seinem eigenen Fleisch versagt. Also, ich glaube, manchmal soll wieder uns eigenes Fleisch sein und Satan, geh weg von mir. Fleisch, geh weg von mir. Fleisch ist los. Ich kam ins Ziel klar. Ich wollte, wo ich kann. Das passt mir nicht mehr. Galater 5,17 sagt, das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind wieder einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und der Satan sagt, dass sie sind ständig im Kampf gegeneinander. Das ist der Kampf, den wir in uns haben. Das Fleisch gegen den Jesus. Dann sagt der Falsch, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt, sodass ihr nicht dort tun, was ihr wollt. Der Römer hat Paulus das so klar geschrieben, von diesem Kampf, und sagt da, das Gute, was ich will, tun, das tue ich nicht, sondern kriegt das Böse, was ich nicht will, tun, kriegt das tue ich. Und dann im Vers 24 sagt er dann, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Er wollte das Salz, er wollte das Salz, klar. Das sind Fleisch, das gehen den Jesus. Ich hätte ihn das dann nochmal so. Da kriegt das Gute, was die Wahlen tun. Bibel lesen, beten, fasten, uns beim Trösten, uns beim Form besiegen, uns beim Halten, uns beim Mattein. Kriegt diese Dinge, die tun ihr nicht. Und kriegt das, was die nicht wollen tun. Liegen, schlecht reden, andere vernischen, viel auf Facebook sein, oder lang auf YouTube sein, oder auf TV, oder Netflix, oder was auch immer. Kriegt das Dinge, was ihr nicht wollt, dann kriegt ihr Dinge durch. Ich bekomme da mehr, dass das werden soll. Ich kann kreiben mit Paulus mitfahren. Krieg dort, was ich will tun, das gehört, was ich will tun. Als ich das würde ich noch gleich zu tun, das denke ich auch nicht. Dann merke ich, dass die Zeit dort mit Sachen, wo ich so gedacht habe, diese Dinge will ich nicht tun. Ich glaube, hier soll wir uns so klar machen, wenn wir uns Salz verliehen und uns Salz auf sein. Denn so tun wir uns anscheinend über uns eigenes Fleisch. Ein Ziel ist klar. Und dann sagt er, das Feuer ist dann,
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und irgendwer einfach nur fallen, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Und er wird bedeutet, sein Kreuz auf sich nehmen. Bedeutet, dass nicht die Krankheit drehen, was getroffen hat, aber dort ein Mensch ist bankrott gegangen, oder dass er irgendwo strauchelt, oder dass er irgendwo Familienprobleme hat. Was bedeutet das, das Kreuz? Nein. Sonst diese Sachen, die haben die Nicht-Christen nicht. Das Kreuz hier so bedeutet, reut sein, verspottet zu wollen, wenn ihn glauben. Reut sein, den Folien zu drehen, das Wort mit sich bringen, Jesus nur zu folgen. Reut seine Freunde verlieren. Oder sogar die Familie. Reut sein zu sterben für Jesus. So wie reut, ans Kreuz zu drehen. Die Jahre Zeit. Die beurteilt, dass er wird sein Kreuz drehen, was du wirst an wieder zu werden, die Kreuz sich an. Wir wollen, dass den Jesus in voller Hälfte nicht hüt, aber das wird ja nicht der Fall sein. Und das ist auch das Beispiel, was Jesus hier so gibt. Drehe den nur fallen, was dir auf was mit sich bringt, Jesus nur zu fallen, was an den Tod. Und ich glaube, je klarer wir das wissen, dass wir Jesus nur fallen, je mehr fallen kriegen. Je mehr negative Folgen kriegen. Je daller, was die Sucht von jenen schuf. Aber wenn wir da mal und denken, kriegst du das erste Teil, dass uns in das Fleisch rätst uns zu den Sinn, verlockt uns zu den Sinn. Und dann ihn nachfolgen. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, ich habe das nicht ganz richtig geschrieben. Sorry. So. Okay, das habe ich hier gebracht. Und das Kreuz auch. So, das Rad ist dann gut. Oh ja, das wird gerade hier so. Das Rade, wir sollen am nur folgen, in was das bedeutet, dass so zu leben, dass Jesus lebt. Wo lebt er? Er wird demutig. Er läuft sich drauf. Er läuft seine Herrlichkeit und läuft sich als Hahn. Und wie gehorsam, was um Tod, was um Kreuz. Wir sollen mitleidend sein. Fragst Jesus mitleidend wir, das ist auch wie ein Fehlkapitel, wir mitleidend. Wo mitleidend sind wir? Wo sagt jetzt uns das an mich, an meine Besorgnisse, an meine Kämpfe? Aber vielleicht kicken wir raus. Wie viele Menschen mag wir in uns leben? Wo gerade das dein Zirkulo, an wem du bekämmert bist? Riecht das bloß was in den Wegen von deinem Haus? Aber riecht das vielleicht sogar bloß was in den Wing von deiner einen Stuhl? Wenn wir so sein als Jesus, dann soll es wieder riechen. Jesus kriegt wieder. Hör mit, Leute. Hör wir barmherzig. Hör barmsig. Über die Arme, über die Kranke, über die Trüge. Wir sollen so sein als Jesus. Jesus, wir läuft tulich. Aber wir sollen noch seine Gebote holen. Jesus hat gesagt, wer mir läuft, der hält meine Gebote. Wovon die Gebote? Hier sind noch ein paar Stück. Wer mir will nachfolgen, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das sind noch ein paar Gebote. Vers 25 sagt dann, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was bedeutet das Vers? Wer dort Leben siegt,
in die irdische Sachen, in den Materialismus, in das Reichtum Fleisch. Euer, oh ja, wenn ich geschworen, mir in das Haus haben, wenn ich geschworen, Specker haben, wenn ich geschworen, noch einmal einen Apfelgarten angeplant haben, wenn ich geschworen, ein großes Business drin haben, dann, war mir das schon gut. Aber wenn ich geschworen, eine Novia, wenn ich mich befreit haben, wenn ich geschworen, Kinder haben, dann war mir das schon gut. Das sind irdische Sachen. Wer uns in sein Leben in das versiegte zu kriegen, der wird das verlieren. Warum? Wenn es all das Erdische verjährt. Alles wird vergehen. 2. Petrus 3. Himmel und Erde werden zergehen. Von der Hart, der Elemente wurden verschmolten worden, verdreven worden. Also so ein Mensch, der wird in der Jüste steht, niemals völlig genug kriegen. Und zweitens, er wird das Ding verlieren. Wann wir aber alles wollen abgeben für Jesus, am Arm nur zu fallen, dann wollen wir das Leben fangen. Und das Leben wollen wir nicht verlieren. Das Leben, das wird ewig leben. Das Leben, das bleibt. Ein kleiner, wenn das kann vielleicht sogar bedienen, unsere Arbeit verlieren, unsere Freunde verlieren, vielleicht unser Habengut verlieren. Wenn wir das tun, wenn wir das verlieren, um Jesus hinzuholen, dann wollen wir das Leben fangen. Also die Frage hier so ist, wo haben wir uns Vergnügen? Mit was für sich wir uns zu fallen? Wo ist unsere Freude? Was ist das nächste Ziel, was wir haben? Ich sage auch nicht, dass irdische Ziele haben auch ist. Aber wenn wir uns mit irdischen Zielen fallen, in unsere Freude dann fängt, well, dann sind wir pass auf, wenn sie Dinge wollen vergehen. Haben wir aber himmlische Ziele? Jan und Jan noch von Christus vertellen. Ich würde gleich mal mit den anderen, mit Jan, vielleicht eine Früh, mit den anderen Früh vielleicht von Koffer fahren. Ich weiß, ich habe hier eine schwere Zeit durch. Ich will mitleidend sein, dass Jesus mitleidend wir. Das sind himmlische Ziele. Dann versiegt, wie sollte es sein, dass Jesus wir, als Jesus ist. Diese Dinge wollen bleiben. Vers 28. Was? Hilfe aus den Menschen. Was würden Menschen nicht halten, wenn heute die ganze Welt wird gewinnen und doch Schulden an seine soll kriegen? Aber was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wenn die wird gefragt worden, freu mir, was immer du weißt, das will ich dir geben. Kreind und Wort. Sag mir in diesem Moment, was du weißt, und ich will dir das geben, auf eine Kondition, dass du weißt, du durch deine Seele verlieren. Wir schwören uns an deine Seele verlieren, wenn das? Viele Menschen sind. Viele Menschen haben ihre Seele verloren. Wen Reichtum? Wen ihr, wen Pharma, jeden, er soll fort. Was hat den Mensch dort? Was hat den Mensch dort recken hier bei ihr, wann hat der letzte Tag gestorben? Der soll das jedoch so viel mehr wird als die ganze Welt, wenn es die Welt wird vergehen. Und der soll wird niemals vergehen. Wenn der Mensch nur seine Seele verlässt, sagt der letzte Porto von dem Forsch, womit er seine Seele auslöse, was soll er denn an den Trick geben, wenn er die verloren hat, wenn er die verkauft hat?
Das sind Leute, die sagen, I sold my soul to the devil. Mit was soll er Erträge haben? Das ist interessant, aber wo einzige Menschen kommen, bloß haben, irdische Dinge kriegen, wird nie gut sein und wird nicht mal garantiert sein, für wo lang. Wenn das Leben von einem Mensch es nicht versichert. Ein Ding ist sicher, nicht dass der Tod. Was hat den Mensch dort die ganze Welt zu gewinnen, wenn er doch seine eine Säule verlässt? Dann Vers 27. Dann es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einen jeden vergelten nach seinen Tun. So hier hat Jesus von seinem Vater kommen. Und oder wir, was er sagt, ist, passt auf, was ihr da. Wenn sie die Menschen sehen, was reinkommen, der wird gerecht aufhören. Der wird jeder einen vergelten, je nachdem, wo er gehandelt hat. 2. Korinther 4, Vers 10 sagt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat. Bei Leibesleben, es sei gut oder böse. In einer Offenbarung 22, Vers 12, sagt Jesus selbst, siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir zu geben, einen jeglichen, wie seine Werke sein werden. Liebe Schwester, liebe Gemeinde, alle Schätze im Himmel sammeln. Wenn es die irdische Schätze, die vergehen. Und dann versprochen finde ich noch, wahrlich, ich sage euch, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Mir ganz bestimmt, dass hier nicht Jesus in Tweret kum gemeint, wenn es der, was Jesus in der Tiet gelebt hat, die leben alle nicht. Was das hier dann gemeint? Und sie meint, dass Jesus steht hier auf der Verklärung an. Jetzt wird im nächsten Kapitel dann kommen, wo Jesus sich dann verklären wird, wo er dann wörtlich wiesen wird, wer er ist, der Sehen Gottes. Die anderen würden aber sagen, dass er steht hier auf der Auferstehung, ob sie in der Auferstehung in den Himmel fährt, und auch die Ausgießung des Geistes und auch die Verkündigung des Evangeliums über die ganze Welt, dass er steht. Er meint das damit. Also bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Ja, dass sie dort würden sein, das ist wirklich Christus. Der ist von der Tod abgestorben. So einzig von ihnen, die wollen nicht sterben, Bad hat geschworen, von der Tod abgestorben, in Bad. Das einzig dann wird nicht leiden, Bad der helle Jesus schütt geworden ist, in mein Reich, sich hier wird dann verbreiten. So dort seinen Poetleihungen zu dort. So gut, der Klosterik bat hier so gut. Kann auch ein paar Diskussionsfragen für jene Hauskreise. Und ich glaube, die wollen zum Sehen sein, wenn jene tun, ja hören, wenn jene wirklich nennen in diese Sachen, in diese Wahrheiten, was wir in diese Forschung gelehrt haben. Die erste Frage ist, wer ist Jesus für mich? Für die meisten Menschen, die Jesus in der Zeit wie Jesus, bloß ein Mensch. Ja, wir haben Prophet, aber wir sind nicht Gott. Wer ist Jesus für uns? Warum ist das wichtig, dass wir als Christen kracht wollten, wer Jesus ist? Zweite Frage. So tun Physik durch uns in schwere Tiden. Kracht sich Jesus dann in schwere Tiden versorgt? Entschuldigung. Wo kann er uns kriegen? Und wo kann er dort verbiegen? Dass er uns nicht wird kriegen. Er kriegt Jesus nicht. Wo kann er dort verbiegen, dass er uns nicht wird kriegen?
Und dann die dritte Frau. Was bedeutet für jüng ein achter Nachfolger Christi zu sein? Und mag ich das Wort ach hier so. Ein achter Nachfolger Christi zu sein. So, mit dieser Frau, weil ihr könnt dann entlohnen. Ich hoffe, ihr habt wieder einen guten Abend von der Gemeinschaft an. Und ich wünsche euch wieder Gottes Segen.